Hallo meine Lieben, ich habe heute ein Tauschpaket in der Post gehabt, so ein Tauschpäckchen. Und zwar habe ich mit der lieben Christine Stempelabdrücke getauscht. Und ich habe jetzt auch schon einmal ganz kurz reingeschaut. Christine, ich habe deins auch schon fertig, das geht heute definitiv mit zur Post. Es könnte sogar sein, dass du das schon hast, wenn ich das Video hochgeladen habe. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das schaffe, das Video hochzuladen, weil ich habe noch einige mehr zu bearbeiten. Also es könnte sein, dass du deines dann schon hast. Ne? Du hast mir echt mega viel eingepackt. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe deins schon komplett fertig gehabt, inklusive Zukleben des Briefumschlages. Ja, ich habe dir da noch eine Kleinigkeit auch mehr mit reingesteckt, aber du hast mir echt viel zu viel geschickt. Ich sage trotzdem danke, du hast beim nächsten Tausch, wenn wir mal wieder tauschen, auf jeden Fall noch ein Gut bei mir. Ne? Dann packe ich noch ein bisschen mehr mit rein. Ja, ich wollte euch dann jetzt zeigen, welche Stempelabdrücke und was die liebe Christine mir geschickt hat. Und zwar war da ein schönes Designpapier mit dabei. Hinten drauf hat sie Post für mich geschrieben. Also, das zeige ich euch nicht. Dann hat sie mir die Kraftpapier-Envelopes mitgeschickt. Da sind zwei Stück drin. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die stammen aus dem Action. Kann das sein, Christina? Ich meine schon, dass die aus dem Action stammen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich finde die toll. Dann hat sie mir hier die Puffy-Sticker mit dazu gepackt. Auch ganz toll. Ich finde die richtig klasse. Vielen, vielen Dank. Und dann hat sie mir für die Stempelabdrücke so ein kleines Goodie-Bag gemacht. Auch mega süß mit den Einhörnchen dabei. Christine hat jetzt ganz neu angefangen mit Stempeln. Und ja, die Stempelabdrücke sind auch schön geworden. Das ein oder andere vielleicht. Aber das ist ganz normal. Mir passiert das auch. Also bei dir sind auch der ein oder andere bei, der mal nicht ganz drauf gekommen ist. Das ist ganz normal. So, jetzt hole ich die erst einmal raus. Und dann zeige ich euch, welche sie mir alle mitgeschickt hat. Wie gesagt, ich habe sie mir schon einmal angeschaut. Das Goodiebag hat sie mit Brottüten gemacht. Also da sind diese Brottüten dabei. So. Und zwar hat sie mir hier zum Beispiel jetzt ein Gorgeous-Stempel gemacht. Das ist das Mädchen halt in der Tasse. Total niedlich. Gorgeous geht immer. Dann hier ein kleines Einhorn. Davon hat sie mir auch noch ein paar mehr gemacht, habe ich gesehen. Dann haben wir hier einmal ein Häschen. Ich glaube sogar, dass es das ist, was ich auch habe, was du dir von mir auch gewünscht hast. Dann haben wir hier noch ein Gorgeous Mädchen. Und da nochmal dasselbe. Hier ist noch ein Stempelchenabdruck. Ein bisschen verschwommen, aber vielleicht kann ich das noch retten. Hier haben wir ein Bärchen mit einem Herz in der Hand. Dann haben wir hier, das sind beides die gleichen, den mit dem Blumenstrauß. Dann haben wir diesen hier, den hast du dir auch von mir gewünscht. Also der ist auch mit in dem Paket mit drin. Dann haben wir hier eine niedliche Eule. Total klasse, Dankeschön. Hier hat sie einmal Ferkel von Winnie Pooh gestempelt. Dann haben wir, ich meine sogar, dass das die von Magnolia sind. Die sind auch ganz, ganz toll. Hier dann noch einmal ein Magnolia-Mädchen. Dann haben wir hier noch ein Magnolia-Mädchen. Diesen hier. Dann haben wir hier noch ein bisschen
von dem hier. Diesen hast du dir als Abdruck auch von mir gewünscht. Also das heißt, der ist in dem Briefumschlag, den du bekommst, auch mit drin. Und dann hier nochmal das Gorgeous Mädchen mit dem Teddy. Hier hat sie mir noch die Einhörner, die sie vorne auf das Goodie Bag gemacht hat. Hat sie mir noch welche mit drauf gestempelt. Und einmal den Winnie Pooh. Ja. Christine, ich sage vielen, vielen Dank. Würde mich freuen, wenn wir definitiv nochmal tauschen. Auch gerne Stempelabdrücke. Ich habe jetzt bald die Gelegenheit mit den Digi-Stamps. Dann kann ich dir da auch welche ausdrucken. Ja. Ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst mir einen Daumen hoch auf jeden Fall da. Und kommt gut durch den Tag. Bye, bye.